Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Graveyard Keeper. So, wir haben geschlafen und es wird Zeit, dass wir eine Kellung sicher machen heute. Die zweite Stufe, zweite Ebene geht's zu clearen. Ich habe zuerst gedacht, ich mache nur eine Folge und spiele wieder Session Greed, aber ich habe festgestellt, dass eigentlich besser, wenn ich mal zwei mache, weil es kommt jeden zweiten Tag dieses Let's Play. Das heißt, wenn ich jetzt heute nicht ein bisschen was mache, habe ich es dann eh schon morgen vor mir. Da die Folge von heute gerade für morgen war. So. Okay, so geht's eigentlich gut mit diesen Fledermäusen eigentlich. Es kommt hier so komisch vor, wieso kann man hier nichts plündern? Vor allem war das die einzige, die noch echt gefehlt haben. Weil sie kann ich beenden, weil noch Gegner leben. Das müsste was die gewesen sein. Wie wir es jetzt gerade einmal frei gemacht haben, ohne Schaden zu nehmen. Man hier zwar, könnte es da noch sein. Ne, hier waren wir schon. Wir sind ja oben durch. Okay. Dann haben wir die Stage gerade geklärt. Hier ist der Ausgang. So. Ebene 3. Ist hier oben was? Nee. Ein Raum. Oh, was sind das für ätzende Dinger? Boah! Die sind übel! Also sie sind schnell tot. Den Heiltrank haben wir wieder. Fass, ein Fass, das wir zerlegen können. Geben sie doch oben durch. Okay. Sie sind aber wenigstens nicht so schnell wie die Fledermäuse. Man kann sie immerhin auch schlagen. Daher habe ich sie einfach fast lieber. Okay, ich sehe nicht, was ich. Okay. Ich muss sagen, sie kann Fortschritt bei ihm zerstören. Oh nein. Also wie zum Thema. Scheiße. Ich sehe sie nicht, die Fledermaus. Oh. Da geht der Halt auch schon wieder hin. Ich glaub's nicht, ey. Bei Schuss in den Ofen dann. Aber Fledermaus machen wir echt zwei Runden besser. Was ist für ein geiler Bug? Ist hier was? Ne, sonst ein Bug. Okay, das ist ein geiler Bug hier. Das ist gar nicht aufgefallen. Das ist ein Grafikbug. Den haben wir. Oh! Das waren doch zu viele jetzt. So, was passiert eigentlich jetzt? Du bist tot. Wir haben nichts verloren, oder? Nein, eigentlich nicht, ne? Haben wir einen Loot bekommen? Loot haben wir alles noch, okay. Also eigentlich das einzige Währungstropfen müssen wir hin. Sonst wäre ich alles Nebensache. Wir können aber eine Runde schlafen gehen eigentlich. Also um die Ausdauer aufladen.
kommt das das Datum. Ja, der Sonntag für die Peter immer näher. So für die frühen, frischen, ja, okay. Dann gehen wir mal durch. Problem ist, zurzeit bekommen wir eh nicht weiter, solange wir nicht predigen tun. Können wir ja nichts Neues erforschen. Und ja. Machen wir Rohstoff, um Sachen zu bauen, ne? Mal schauen, wir sind hier gestorben hier oben. Ach, das ist schon weitläufig, ne? Ja, mal schauen. Oh. Boah, ich hab die Mistfliegen vergessen. Abstand holen. Ich bin schon fast tot. Schlag nur noch. So, boah. Und da haben sie fast nichts gegeben hier, ist ja klar, unglaublich. Wird Ausgang. Okay, Bücherregale. Nix. Okay, nichts zu holen. Hier werden wir nicht rauskommen, oder? Ja, ich wollte sagen. Wäre wunderbar, wenn hier keine Gegner mehr wären. Okay, somit hätten wir diesen Gang wenigstens mal safe. Der wäre mal gesichert. Es ist gerade eine Fliege ans Mikro geflogen, ob ihr das wohl gehört habt. Das Summen, das wäre interessant zu wissen. So, ich finde es interessant, dass die Fliegen immer genau einem auf die Hand gehen müssen. So, jetzt kommen wahrscheinlich die Fledermäuse wieder. Oh ja. Scheiße. Nein, nicht so Energie. Boah, ich bin fast tot wegen scheiß Energie. Da habe ich nicht aufgepasst. Aber es könnte auch kein Haltung jetzt kommen. Jetzt wäre mein Haltung echt praktisch, aber nein. Kommt hier keiner. Aber wisst ihr was? Wir gehen jetzt auch durch. Wenn wir sterben, dann haben wir wenigstens den ganzen Loot. Es gibt ja eh kein Malus in dem Sinne. Können wir jetzt auch riskieren und versuchen durchzukommen. Da bin ich dann nur zusammen und ist dann wieder zu Hause. Ja, da bin ich nur zusammen und ist jetzt zu Hause. Ärgert sich. Du bist tot, ja. So, gehen wir kurz schlafen. Ist schon bald Sonntag. Können wir schon bald predigen. Ich fühle mich so frisch, ja, sehr gut. Jetzt können wir eigentlich ein bisschen Schleimblüte bauen, komm, rüber. Wenn wir schon hier sind. Ein bisschen Essen herstellen, Pudding.
Okay. Weil Pudding gibt ja schon ein bisschen mehr Energie als Kürbisse, glaube ich. Kürbisse geben ja uns 16 Energie, Pudding 25. Also bringt es dann eigentlich schon. Brauche allerdings auch Honig dazu. Okay. Wo sind die letzten Gegner noch? Ein bisschen ein Auge behalten, was die Zeit macht. Ja, die Kühe esse ich jetzt noch so, dann kommen sie weg. Okay. Jetzt muss ich mit der Maus klicken anstatt, ja. Manchmal ist es schon komisch, auf welche Idee man kommt. So, dasselbe ist jetzt beendet, das heißt, wir können jetzt rauslaufen eigentlich. Schauen wir uns wegen der Finder, das war der, den wir als erstes eingeschlagen haben, direkt zum Ausgang. Müsste daher schon zu finden sein. Können wir die Backstein-Level mal beenden? So, das war's schon. Ich muss weit viel weiter laufen noch. Oh, was? Oh, gute Nägel. Schau an. Da habe ich schon was gefunden für unseren Kollegen. Frage ich mich halt noch, in welcher Form wir dann das in einem Blut finden. Geben wir uns das rechts durch. Wo war ja nicht so einer? Normalerweise treffe ich Schleim nie, aber. Das hat doch kein Gefühl, was die Entfernung anlangt. Wahrscheinlich töte mich die Fledermäuse jetzt. Oh, nicht mal. Hä? Wie? Also. Okay, das ist die Bank. Der Schnellzug geht eigentlich durch den Tod. Genau. So, müssen wir Werkzeug reparieren und wir müssen kurz schauen, Schleifstein. Wo hat schon Schleifstein hingetan? Da. Welche Ressource? Axt. Okay, den Schleifstein möchte ich wieder ablegen. So, es wird jetzt gerade nach Tag. Schleime da rein. Schleime jetzt früher auch da rein. So. Essen brauchen wir gerade nicht da.
weiß gar nicht, wie Moment, ich mach das unsere Predigtsache noch. Ich weiß gar nicht, wie viel Nägel der wollte. Ich glaube 10 oder so, ne? Also ich schau mal kurz, wie viel Nägel er wollte. Aber die Schlange ist nur am Schlangentag da. Da kann es eigentlich egal sein. Warte mal, Nägel? Wir können vielleicht noch eine Bank bauen. Etliche Nägel bräuchten wir. Balken. Was die Balken sind, ist die andere Frage jetzt, ne? Wir schauen mal kurz. Vielleicht sind es sogar die Materialien, die wir benötigen. Das wäre eine Idee, wenn wir unten Zeugs rausholen, damit wir unsere Kirche verbessern können. Holzplanke. Technologie. Werkzeug. Holzplanke fällt an Kreissäge, Werkbank 2. Okay, da muss ich mal kurz schauen, können wir das herstellen? Kreissäge. Holzplanke. Okay, wisst ihr was? Wir müssen weg. Tag ist gleich vorbei. Wir haben keine Predigt gehalten. Schnell, es ist Sonntag. Dann hat es wieder den nächsten Tag. Wenn es jetzt nicht reicht, dann reicht es nicht. Okay, reicht nicht. Okay, wir müssen Predigt halten. Predigtgebet, das fertigen. Puh, war knapp. Fast wäre der Tag vorbeigegangen. Letztens hat es ja nicht geklappt. Schon wieder nicht, scheiße. Ja gut, okay. Dann hat es wollte es nicht so sein. Bisschen was Geld gab's, ja. Aber halt zu wenig. Okay, wisst ihr was, wir gehen jetzt kurz schlafen. Ich werde nicht mehr, noch mehr Loop verplempern hier. Werde ich ein bisschen Holzbett noch bauen. Nehmen wir ganz Metall schon noch mit. Wir machen Blätter und Nägel. Okay, wir sind Zeit ein bisschen schneller voran. Oder bauen wir unsere Kirche ein bisschen mal kurz aus. Das wäre also was, Brennholz, wir haben kein Holz dabei. Aber wir haben noch einen Holzstamm im Keller. Brennholz, zack, das haben wir mitnehmen, so. Kann sein, dass wir das auch gekauft haben, mal ursprünglich. Ich mache jetzt mal Brennholz aus. Meinst du mal, die Blätter hier mache ich aus was eigentlich? Wahrscheinlich auch aus dem. Brennholz. Verdammt, ich wollte eigentlich mehr machen auf einmal. Gut, 48. Bisschen den Ofen befeuern können, bisschen Eisen herstellen können.
Ich sehe schon, die Folgen werden schon jetzt zu Ende. Grüße an Turbos. Galo 7 Let's Play. So, dann aufpushen, zack. Und dann Eisenbahn. Da. Kannst du in einem Shop einfach Baden herstellen. So, ein bisschen Platz. Ich gebe hier an die Arbeit. Und wir gehen jetzt wirklich, sobald der hier unten ist, gehen wir schlafen. So. Weil die Tage eh verstreichen müssen. Und warum nicht, indem wir unsere Energie im Schlaf auffüllen und die Zeit so ein bisschen verstreicht. Wäre cool, wenn man irgendwie zum Beispiel noch das Bett verbessern könnte und dann weniger Schlaf bräuchte oder so. Aber andererseits, wir wissen ja gar nicht, was alles kommt. Sowas kann ja alles eigentlich drin sein. Was auch mit etliche Nägel, weil wir das brauchen für die Bänke. Ich denke auch, wenn ich mehr Bänke habe, kommen vielleicht mehr Leute in die Kirche, dementsprechend mehr Einnahmen, aber kann man auch täuschen. Ist auch nur eine Mutmaßung. Und das geht schon gleich aufgebraucht wieder. So, wieder schlafen gehen. Das ist ein Leben, ne? Schlafen, arbeiten. Wer von euch kennt das nicht? Gut, aber ich würde sagen, das war's für heute wieder. Ich bedanke schon mal fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und sehen wir uns in der nächsten Folge von Graveyard Keeper. Bis dann und bye bye. Ja, das war's dann wieder mal mit der heutigen Folge von Graveyard Keeper. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und vielleicht sogar ein Abo, wenn noch nicht passiert. Schaut noch gerne in die anderen Videos rein, die hier verlinkt sind oder in ein anderes. Und sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge wieder. Bis dann und bye bye.